Viele Menschen haben einfach eine ganz, ganz große Sorge, verständliche Sorge, die heißt, ich gebe mich in andere Hände. Ich vertraue anderen, ich verliere mein Bewusstsein und ich kann eigentlich nicht mehr mitsteuern. Ich kann Ihnen heute zeigen, man braucht es nicht. Narkose ist in der Hand des Facharztes, der Fachärztin, für die Patientinnen und Patienten etwas ganz, ganz Sicheres. Folgen Sie mir einfach. Im Vorfeld von Operationen und von Narkosen werden Patientinnen und Patienten von Seiten der Narkoseärztin oder des Narkosearztes eingeladen zu einem Narkosevorgespräch. Wie geht es Ihnen denn im Alltag? Sind Sie körperlich gut belastbar? Wie schlafen Sie nachts? Schlafen Sie nachts mit einem Flach oder schlafen Sie mit ein oder zwei Kissen? Gibt es von Ihrer Seite aus in Ihrer Erinnerung Erkrankungen, die Sie durchgemacht haben im Bereich des Herzens, im Bereich der Lunge? Insgesamt. Das hatte ich in Ihren Unterlagen schon in der Vorbereitung. Ja. Die ist wirklich weggenommen und Sie werden auch keine Schmerzen haben. Sie werden auch den Eingriff selbst nicht spüren. Und über die Form der Überwachung, die wir überwachen alle Organfunktionen zeitgleich, kann ich auch die Narkose für Sie so steuern, dass wir circa 3 bis 7 Minuten nach Ende der Operation Sie wieder wach werden lassen, Sie Ihre gesamten Schutzreflexe wieder erhalten. Und wir circa 7 bis 8 Minuten uns danach ganz normal unterhalten können. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Geht's Ihnen gut einigermaßen? Alles heute so weit. Ja. Okay. Das, was wir jetzt machen, ist letztendlich sind alles Sicherheitsnetze, die wir ausbreiten, damit wir die Herz-Kreislauf-Funktion, alle Organfunktionen mit allen Daten, die wir abgreifen können, sofort für uns sichtbar machen und dann eventuell auch reagieren könnten. Ja. So. Es wird jetzt gleich ein Narkosebeginn stattfinden. Der wird so vollzogen werden, dass Sie als erstes ein Schmerz- oder ein Gegenschmerzmedikament erhalten über diese laufende Infusion. Als zweites wird dann nachfolgen das eigentliche Narkosemedikament Anästhetikum über eine computerkontrollierte Infusionspumpe Ihnen zugeführt werden. Währenddessen halte ich Ihnen über eine durchsichtige Maske Sauerstoff über und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie tief ein- und ausatmen. Und jetzt kann es sein, dass Sie jetzt gleich merken, dass es schon so ein bisschen ein schummriges Gefühl gibt, würde ich formulieren. Und jetzt ist es, glaube ich, eine ganz gute Zeit, sich auf Ihr Reiseziel zu konzentrieren. Ja? Wenn Sie jetzt tief ein- und ausatmen, dann darf ich Ihnen die Maske ein bisschen dichter aufhalten. Und Sie atmen sich jetzt einfach mal in Ihr Reiseziel mit tiefen Atemzügen ein und aus. Und noch was. Richtig tief ein- und ausatmen. Der Patient entspannt sich auch hier von der Muskulatur. Sieht alles gut aus. Wir wissen, dass der Patient jetzt herausragend tief und fest schläft, dass er jetzt auf jeden Schmerzreiz nicht mehr reagieren würde. Die Herzfrequenz ist normal. Er hat den Herzrhythmus beibehalten, einen sogenannten Sinusrhythmus. Er hat einen normalen Blutdruck jetzt von 134 zu 82. Die Sauerstoffaufnahme ist perfekt, auch über die Beatmung. Es ist vielleicht ganz wichtig, dass er jetzt auf diesen Schnitt überhaupt nicht reagiert hat. Das heißt, er schläft tief und fest. Weder die Herzfrequenz ist hochgegangen, noch der Blutdruck ist hochgegangen. Und wir sehen auch hier im Bereich des EEGs, dass es stabil ist und in keinerlei Veränderung hat. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass all das, was wir jetzt bei der Narkose machen, genau das Ziel auch erreicht hat. Der Patient schläft sicher, er hat keine Schmerzen, er hat keine Wahrnehmung und der Operateur hat schon angefangen mit der Operation. Wir adaptieren unsere Möglichkeiten für den Patienten so, dass unabhängig davon, ob er ein Organversagen hat, zum Beispiel ein Nierenversagen oder ein Herzversagen, dass wir gewährleisten, dass die Operation durchführbar ist und dass der Patient danach sicher wieder aufwachen kann. So, Operation ist jetzt gerade beendet. Jetzt werden gerade noch die Wundverhältnisse sozusagen verklebt und verbunden. Und wir fangen jetzt an mit der sogenannten Narkoseausleitung. Das heißt, wir lassen den Patienten jetzt langsam wach werden. Wir haben hier eine computergesteuerte Narkosezufuhr. Das heißt, ich kann jetzt genau sagen, wie viel von dem Medikament sich noch im Körper befindet. Das wird hier berechnet
und dann kann ich diese Medikamentenkonzentration im Körper in Relation zu dem Wachheitsgrad bringen. Ist alles gut. Operation ist zu Ende. Ja, Sie dürfen die Augen aufmachen. Ich würde Ihnen das jetzt gerne rausnehmen. Ob Sie einmal den Mund weit öffnen würden schon? Ja, dann mache ich Ihnen das jetzt hier erst einmal von der Seite aus weg. Und Sie dürfen den Mund ganz weit aufmachen. Sieht alles gut aus, ne? So. Raus. Sie dürfen noch einen ganz kleinen Augenblick ruhig liegen bleiben, weil wir Sie jetzt gleich in Ihr Bett bringen werden. Ja? Sieht aber alles gut aus. Alles gut bei Ihnen? Perfekt. So, jetzt sind Sie im Aufwachraum, ja? Erholen Sie sich noch ein bisschen. Ich habe jetzt hier schon übergeben an den Kollegen von der Anästhesiepflege, der wird Sie jetzt gleich mit überwachen. Und wir schauen uns jetzt erstmal alle Werte nochmals an, aber es sieht alles sehr gut aus, ja? Er war nach 5 Minuten, so wie wir es vorausgesagt haben, eigentlich aus unserer Sicht wach. Er hat spontan geatmet, er ist kreislaufstabil, er hat auf Nachfragen jetzt keine Schmerzen. Und wir haben uns jetzt schon darüber unterhalten können, dass ich seine Frau anrufen darf, um ihr Bescheid zu sagen, dass alles gut gegangen ist. So wie wir das ausgemacht haben. Wir freuen uns.